Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein Video der etwas anderen Art. Es geht ja bald nach Österreich und deswegen müssen wir ein bisschen trainieren. Und zwar folgendes trainieren. Ihr wisst ja, wir haben öfter mal Drohnenshots bei uns in den Videos. Letztes Jahr dann auch in Österreich und überall ab und zu mit der DJI FPV. Die hatte ich mir schon jetzt von 2 Jahren oder so habe ich die mir gekauft. Aber ich habe die wenig benutzt, beziehungsweise nur im Sportmodus maximal und nicht manuell. Ich würde sagen, wir laufen da hoch, gucken, ob wir da hochkommen. Denn manuell ist das eine ganz, ganz andere Geschichte. Manuell ist das, da musst du halt wirklich alles selber steuern. Und da habe ich mich bisher nie dran getraut. Ich habe jetzt die letzten Wochen immer mal wieder ein paar Stunden im Simulator verbracht. Und heute geht es darum, das erste Mal im Freien zu fliegen. Wir haben uns hier ein Feld ausgesucht, ist relativ frei. Leider ist die Wiese sehr hoch. Ist ein bisschen erhöht auch, das ist nicht so geil und nicht so breit. So, das ist auch nicht so geil, weil da muss man engere Kurven fliegen. Ja, ich werde das Ganze heute testen. Bisschen anderes Video, aber ich nehme euch heute komplett mit. Und wenn wir das Ding zu Schrott machen, dann habe ich noch genug Zeit, eine neue zu besorgen für Österreich. Ich hoffe aber mal, es geht nicht kaputt. Let's go! Kleine Sache zwischendurch, Leute. Es gibt natürlich, wenn man die Dinger benutzt, bestimmte Regeln. Zum Beispiel bei einer FPV-Drohne, weil man diese Brille auf hat, muss immer eine zweite Person mit dabei sein. Deswegen ist die Michi mit dabei. Dann kann die Umgebung nämlich im Auge behalten. Und weil die Drohne schwerer als 250 Gramm bzw. 249 Gramm ist, braucht man für die auch einen Führerschein. Als allererstes nur mit der Kamera der Drohne. Ich habe meine alte GoPro 8 aber dabei. Die schnallen wir eventuell später oben drauf, wenn die ersten Runs gut laufen. So, ich baue jetzt alles hier ein bisschen auf und dann geht's los. Ich habe voll Angst. Modus, hä? Fehler Steuerknüppel. Ich habe einen Fehler in der Steuerung, weil ich kann nicht so neigen und so weiter, wie ich gerne wollen würde. Deswegen müssen wir jetzt einmal landen und nochmal die Einstellung verändern. Ich konnte nicht komplett kippen. Drin. Sie hat dich attackiert. Irgendwas ist falsch in den Steuerungseinstellungen. Steuerknüppelmodus, Steigflug rechts, rückwärts, vorwärts. Das gibt's ja eigentlich alles nicht. Müssen wir abbrechen. So Leute, erster Flop. Irgendwas stimmt mit den Einstellungen noch nicht.
Aber ich gebe mich noch nicht geschlagen. Wir suchen jetzt irgendwie, entweder wir fahren nach Hause ins Internet, oder suchen uns irgendwo, wo Empfang ist und probieren das Ganze dann nochmal. Und ich versuche die Drohne dann so einzustellen, wie sie eingestellt sein muss. Weil einmal ist sie einfach fliegen gegangen gegen mich. Und da hat aber DJI zum Glück diesen Panikknopf, den man drücken kann und dann hört die auf. Also schauen wir mal, ob ich das noch in Erfahrung bringe, wie es eigentlich funktionieren sollte. So Leute, wir sind wieder an der Wiese. Ich habe jetzt nochmal gecheckt. Ich habe eigentlich alles korrekt gemacht, aber ich glaube, ich war einfach nicht gewohnt, wie schnell das alles reagiert, wenn man das in der Realität macht und nicht im Simulator. Ist auf jeden Fall nochmal was komplett anderes irgendwie. Ja, ich habe nochmal die Einstellung gecheckt, dass ich mich vergewissere, dass ich eigentlich alles richtig gemacht habe und werde jetzt versuchen, im normalen Modus zu starten und dann in der Luft auf manuell umzusteigen, in der Hoffnung, dass ich das schwierige Starten umgehen kann und erstmal gucken kann, wie sich das jetzt in der Luft verhält alles. Ich hoffe, es klappt jetzt. Auf jeden Fall habe ich viel mehr Angst als gerade eben beim ersten Versuch. Aber der Plan hat funktioniert. Also ich steuere jetzt komplett manuell. Also war es vorhin noch nicht ganz manuell? Safe nicht, nee. Ich kann ja mal versuchen hochzustellen. Ja. Ja, das war Rückwärtsflip. Ja, jetzt ist auf jeden Fall safe, komplett manuell. Das ist alles viel schneller. Ich hatte nur die Meldung, Motor überlastet. Leider ist ein Propeller ein bisschen im Arsch jetzt. Ich konnte ihn jetzt wieder gerade biegen. Propeller habe ich aber Ersatz zu Hause. Ja. Fehlermeldung? Ne, keine Fehlermeldung.
Hast du das an meiner Hose? Hör auf! an meinem Hals. Okay. Reicht an Nervenkitzel für heute. Jetzt anderthalb Akkus weggezogen. Jetzt der Run lief schon gut. Das, was ich noch nicht schaffe, ist einfach komplett manuell zu starten und zu landen. Das traue ich mir nicht zu. Aber zum Glück muss man das mit der DJI-Drohne nicht. Ein kleiner Crash, aber es ist nicht viel passiert, glaube ich. Bisschen wackelig in den Kurven gewesen, aber es ging tatsächlich noch. Also ich schneide jetzt nicht nochmal die GoPro dran, weil meine Konzentration einfach am Ende ist. Ich habe das auch am Anfang im Simulator ganz krass gehabt, dass meine Konzentration echt nicht lange gehalten hat und ich am Anfang auch super schnell Kopfschmerzen gekriegt habe. Das ging mit der Zeit so ein bisschen weg auf jeden Fall. Boah, ich hoffe echt, ich werde noch ein bisschen sicherer. Ich muss eigentlich jetzt viel öfter fliegen gehen. Eigentlich am besten irgendwie jeden Tag, ne? Dann kriegt man am meisten Routine. Denn so lange ist gar nicht mehr bis Österreich. Und Traum wäre so, dass ich irgendwie so der Michi folgen könnte auf einem Trail. Auf einem Easy Trail, also easy zum Fliegen. Die Aufnahmen habt ihr gesehen, glaube ich. Ich gebe euch nochmal im Outro so einen ganz kleinen Zusammenschnitt von den schönsten Szenen von heute, auch wenn das noch nichts Wildes war. Und yes, lasst gerne ein Abo da. Ich hoffe, wir kriegen coole Szenen aus Österreich hin für euch. Und ich übe weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Hard to fade away.